Monique Ruck aus Berlin-Hellersdorf ist alleinerziehende Mutter und hat drei Kinder. Sie bekommt Bürgergeld. Für die Familie reicht es überhaupt nicht. Das ist wie so ein Tropfen auf so einen heißen Stein, weil die ganzen anderen Kosten ja einfach immens in die Höhe gestiegen sind. Auch Monika Gründel aus der Nähe von Münster hat eine vierköpfige Familie. Sie möchte wissen, ob man vom Bürgergeld leben kann. Also mit der Einführung des Bürgergeldes wurden ja ganz viele Leute laut, die gesagt haben, das ist zu viel. Aber auch ganz viele Leute, die gesagt haben, es ist einfach viel zu wenig. Also habe ich mir gedacht, ich berechne den Satz einfach mal und gucke mal, ob wir mit dem Geld klarkommen würden. Berlin-Hellersdorf. Vergangenen Donnerstag treffen wir hier Monique Ruck vor der Lebensmittelausgabe der Arche. Die 34-Jährige kommt mehrmals die Woche hierher, um sich Lebensmittel abzuholen. Perfekt, danke. Tschüss. Auch heute ist der Andrang riesig. Über 500 Menschen sind zu der sozialen Einrichtung gekommen, darunter viele Geflüchtete und sozial schwache Familien. Bernd Siegelko, Leiter der Hilfseinrichtung, packt heute ebenfalls mit an. Meinst du, das reicht? Bei den vielen Menschen? Der Andrang der Bedürftigen stellt die Arche vor enorme Herausforderungen. Das Bürgergeld gleicht gerade mal die Inflation aus. Wir haben unsere Essenausgabe verzehnfacht. Wir hatten vorher einen Wochenbedarf von ungefähr 1.000 Euro für Lebensmittel in der Woche. Jetzt brauchen wir 3.000 Euro am Tag. Hier in Berlin-Hellersdorf wohnt Monique Ruck mit ihren drei Kindern. Ihre dreijährige Tochter Mina hat noch keinen Kita-Platz. Deshalb kann ihre Mutter nicht arbeiten gehen. Dennoch ist jeder Tag bei der gelernten Einzelhandelskauffrau durchgetaktet. Schaffst du? Ja. Mein Wecker klingelt um 6 mit den beiden Großen. Dann mache ich den Frühstück, also für die Schule fertig. Dann bringe ich sie 6.30 Uhr zum Schulbus. Dann werden sie vom Schulbus abgeholt und fahren zur Schule. Meistens ist dann so, dass sie noch ein paar Stunden schläft. Und in der Zeit bringe ich dann zum Beispiel den Müll raus. Ihre beiden ältesten Kinder, jeweils 7 und 10, möchten nicht gezeigt werden. Zu groß ihre Angst, dass sie in der Schule gemobbt werden. Monique Ruck ist seit 10 Jahren alleinerziehend. Mit 3 Kleinkindern ein Vollzeitjob. Nachts habe ich halt auch nie wirklich eine Pause. Es gibt die Tage, wo du dann einfach im Bad sitzt und überlegst so was, wieso, weshalb und natürlich anfängst zu weinen. Ihre Eltern können sie nicht unterstützen. Beide sind pflegebedürftig. Also wenn sie ausfallen, dann geht's weiter, oder? Dann geht's weiter. Da gibt's keinen Ausfall. Also das war mal so, ich hatte Corona und hatte richtig schlimme Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Ich musste trotzdem weitermachen. Also ich habe mir dann Schmerzmittel reingebommert. Und dann musstest du halt trotzdem gucken, dass du natürlich deine Kinder bespaßt, geschweige was zu essen machst. Das Jobcenter hat für Monique Ruck einen Gesamtbedarf von 2.556,76 Euro ermittelt. Abgezogen werden davon die Grundmiete, Heizkosten und die Nebenkosten. Ihr bleiben fast 1.700 Euro. Ich komme gerade so hin damit, aber große Sprünge habe ich nicht. Oder wenn dann irgendwas kaputt geht, wie mein Kochfeld oder das Auto. Das sind Sachen, die einfach dann wirklich innerlich einfach einen zum Explodieren bringt, weil man nicht weiß, wie man das bezahlen soll. Erst seit 2 Jahren hat Monique Ruck einen Führerschein. Den alten BMW bekam sie von ihrem Ex-Partner. Die Alleinerziehende mit 3 Kindern ist auf das Auto angewiesen. Für mich ist es halt sowieso immens wichtig, alleine schon wegen Einkaufen. Weil es bei 3 Kindern, das ist dann, da kommt doch schon einiges zusammen. Der Wagen muss dringend zur Reparatur. Das würde jedoch über 3.000 Euro kosten. Geld, das die Berlinerin nicht hat. Denn sie hat gerade mal Rücklagen von 40 Euro. Es fährt, es hat noch TÜV bis Ende des Jahres. Und entweder ich repariere es bis dahin oder ich kaufe mir ein neues. Ansonsten bin ich so gesagt am Arsch. Circa 150 Euro gibt die Alleinerziehende monatlich für Sprit aus. Mit einer Tank-App vergleicht sie die Preise und nutzt Coupons. So spart sie Geld. Man muss halt gucken, dass man auf 30 Liter kommt, damit man halt diesen Rabatt bekommt. Ansonsten kriegt man halt diesen Rabatt nicht. Deswegen habe ich immer vorsichtshalber so einen Reservekanister dabei. So, jetzt bin ich bei 30 Liter. Auch beim Einkaufen wird stets gespart. Ganz wichtig, ihre Pfandflaschen abgeben. Davon schafft sich die Mutter Rücklagen. Na weiter. Das Pfandgeld tue ich halt immer zur Seite, damit ich halt irgendwie Notgroschen habe, falls irgendwas kommt, was nicht eingeplant ist.
Also ich habe jetzt 9,50 Euro und ich glaube, ich habe noch einen alten von 25 Cent dabei. Auch beim Einkaufen dreht die 34-Jährige jeden Cent um und achtet auf reduzierte Lebensmittel. Also ich habe extra so einen großen Kühlschrank, damit ich extra viel einfrieren kann und auf Vorrat kaufen kann. Auch Monika Gründel weiß, wie man vorausschauend und günstig einkauft. Heute nimmt sie uns mit. So, es ist Freitag und wir haben uns gedacht, wir kaufen für unseren Lieblingsnudelsalat ein und versuchen das Ganze so günstig wie möglich zu halten. Heute nehmen wir auf jeden Fall Barilla-Nudeln, denn die sind im Angebot für 89 Cent und sind von der Menge her das gleiche wie die Eigenmarke. Und die Eigenmarke kostet 10 Cent mehr. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Pesto. Das von Barilla ist zum Beispiel auch diese Woche im Angebot, aber das kostet 2,69 Euro. Und da kriege ich definitiv das von der Eigenmarke zum Beispiel wiederum günstiger. Und was war es für ein Einkaufserlebnis? Ein teures Einkaufserlebnis heute. Wieso? Also es waren locker 3-4 Euro mehr als sonst. Insgesamt hat Monika Gründel heute 18,64 Euro ausgegeben, obwohl Ehemann Manuel, Produktionsmitarbeiter in der Pharmaindustrie, und Monika, Versicherungsfachfrau, kein Bürgergeld beziehen, wollen sie herausfinden, ob sie und ihre Kinder vom Bürgergeld leben könnten. Sie wissen genau, wie es noch vor 10 Jahren bei ihnen war, als sie mit deutlich weniger Geld als heute auskommen mussten. Also mein Mann war damals Kfz-Mechatroniker in einer Autowerkstatt und hat sehr wenig verdient. Wir sind damals ungeplant Eltern geworden und hatten wirklich gar nichts zur Verfügung. Wir standen manchmal im Laden und hätten uns die Nudeln nicht mal leisten können. Haben tatsächlich Pfandflaschen damals weggebracht, was wir noch zu Hause hatten. Wir hatten einfach komplett kein Geld zur Verfügung. Für ihr Experiment hat sich Monika Gründel vom Jobcenter ausrechnen lassen, wie viel Bürgergeld ihre Familie bekommen würde. Ohne Miete und Heizkosten haben die Gründels demnach einen Bedarf von 1.585 Euro. Der Betrag setzt sich etwa aus 550 Euro für Lebensmittel, 155 Euro für Freizeitaktivitäten, 142 Euro für Post und Telekommunikation oder rund 132 Euro für Kleidung zusammen. Schon seit Anfang des Jahres wird bei den Gründels scharf gerechnet und sehr genau gehaushaltet. Ich habe hier eine Dose Mais, die kostet mittlerweile 99 Cent. Die lag bei 49. Das ist krass. Gouda hat vorher einfach mal 1,79 gekostet. Pringles sind einfach so heftig teuer geworden. Die kaufe ich auch nur noch, wenn die im Angebot sind. Man guckt natürlich vorher schon nach Angeboten. Man überlegt, was koche ich die Woche über? Wie kann ich das gestalten? Was gebe ich den Kindern mit zur Schule oder in den Kindergarten? Also ganz viele Faktoren spielen damit rein. Auch Ehemann Manuel hat sich umstellen müssen, zum Beispiel beim Mittagessen. Man muss natürlich mehr planen, im Voraus schauen. Also nicht mehr jeden Tag auf der Arbeit Essen kaufen, dann auch mal von zu Hause was mitnehmen. Aber sonst läuft's gut. Gut 130 Euro können die Gründels laut Regelsatz monatlich für Kleidung ausgeben. Was für manchen schwierig werden könnte, bereitet Monika Gründel gar keine Sorgen. Denn sie kauft Kleidung etwa für die Kinder oft gebraucht ein. Also mit Versand waren das beide Pakete für insgesamt 50 Euro. Würde ich den Versand jetzt abziehen, komme ich halt mit 38 Euro raus. Da drin enthalten müssten dann auch sein 27 Pullover und 7 T-Shirts. Können wir mal zusammen schauen. Ist schon mal ganz gut verpackt gewesen. Da viele immer sagen, Kinderklamotten sind so teuer und die wachsen so schnell. Ich kaufe sehr viel Secondhand, schon immer. Gerade weil wir damals sehr wenig Geld hatten, hat sich das halt so eingespielt. Ja, es muss ja nicht immer das Neueste vom Neuesten sein, ne? Er ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber Monikas 8-jährigem Sohn gefällt auch dieser gebrauchte Pulli jetzt schon gut. Guck mal, wie findest du den Pullover? Gut. Komm her. So, guck mal. Sogar noch ein bisschen Puffer. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Sehr schön. Nach 2 Monaten gibt es erste Ergebnisse beim Bürgergeldexperiment von Familie Gründel. Also auf jeden Fall, was richtig gut geklappt hat, waren die Klamotten. Da bin ich definitiv drunter, wo wir auch mit gut ausgekommen sind mit dem Geld für Freizeitaktivitäten. Das ist bei uns relativ günstig ausgefallen, da wir viel im Wald unterwegs waren und auch einfach gar nicht
großartig irgendwo hingefahren sind, in Zoo oder sonst was. Gab es was, wo es eng wurde oder wo die Gefahr bestand, dass es eng wird? Ja, tatsächlich bei den Lebensmitteln bei uns diesen Monat. Und wir dann halt auch bestellt haben. Da gab es dann bei uns halt auch mal Pizza oder halt auch mal Pommes. Und das geht definitiv sehr ins Geld rein. Konkret hat Familie Gründel im Monat Februar mit 498 Euro am meisten für Lebensmittel ausgegeben. Für Posttelekommunikation wurden 115 Euro fällig. Der Postenverkehr schlug mit rund 140 Euro zu Buche. Würden die Gründels Bürgergeld bekommen, dürften sie 1.585 Euro ausgeben. Übrig geblieben sind davon im Februar mehrere hundert Euro. Genau, insgesamt 500 Euro, die wir dann überhaben, die wir sonst wahrscheinlich ausgegeben hätten. Das Geld, das die Familie durch ihr Bürgergeld-Experiment tatsächlich einspart, stecken die Gründels aber nicht in einen Traumurlaub. Das Ersparte fließt komplett in die Sanierung ihrer teils in die Jahre gekommenen Wohnräume. Schon allein deshalb hat sich das Bürgergeld-Experiment mehr als gelohnt. Zurück bei Monique Ruck zu Hause in Berlin-Hellersdorf. Soll ich dir helfen? Ja. Okay, aber Nummer 2, bitte schön. Hilfst du mir beim Auspacken? Um über die Runden zu kommen, hat auch die 34-Jährige ihre Ausgaben immer im Blick. Ich habe halt so einen Budgetplaner und da ist halt alles drin, was ich halt auch jährlich einfach bezahlen muss. Steuern fürs Auto, Versicherung, Haftpflicht, ADAC. Neben Ausgaben für Lebensmittel, Strom und Tanken kommen bei Monique Ruck noch Kreditrückzahlungen in Höhe von 350 Euro dazu. Ausgeben darf Monique für sich und die Kinder fast 1.700 Euro. Somit müsste sie laut Plan monatlich rund 260 Euro übrig haben. Der Alltag verläuft aber nicht nach Budgetplänen. Und so sieht die Realität auch im Februar anders aus. Also habe ich noch 7,80 Euro oder so.